Na ihr geilen Boys, hier ist der andere geile Boy. Herzlich willkommen zurück zum Witcher 3 Let's Play. Erste, was ich mache, weil ich gerade dran denke, ist mal die Uhr starten. Wo haben wir sie? Zack. Und ich gehe auch fortfahren, Leute. Oh, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ist aber erstmal egal, weil erstmal mache ich die Werbung von meinem Sponsor AOEA.com, Leute. Mein teuer Sponsor, mein langjähriger Sponsor, auf den eigentlich immer Verlass ist, wenn es um virtuelle Ingame-Items geht, Leute. Ich gehe davon aus, ihr seid Leute, sonst würdet ihr so einen coolen Typen wie mich nicht gucken. Ihr hasselt damit nicht so wie die Siebenjährigen. Aber wenn ihr mal was braucht, Leute, ich wäre euch dankbar, wenn ihr mal da vorbeischauen würdet und dann den Rabattcode Phil auch noch reinhauen würdet, weil dann supportet ihr mich und ihr spart selber auch noch 6%, Leute. Quasi Win-Win für uns alle, weil ist der Phil glücklich, seid ihr auch glücklich. So, wo sind wir nochmal stehen geblieben? Ach, die Dolores, ne? Ja, ja, die Dolores. Die alte Verbrecherin. Wir gehen hier zu dem Fragezeichen, würde ich sagen, und dann zu Dolores. Mal gucken, was die zu ihren Leichen im Keller zu sagen hat, Leute. Ich hatte, glaube ich, hier schon oder noch in der letzten Folge alles verkauft. Gehe ich mal stark von aus. Das sollte passen. Achso, wir haben einen Levelaufstieg. Ah, ich habe den langen Kommentar vergessen, verdammte Axt. Ah, den mache ich in der nächsten Folge. Das tut mir leid, das war jetzt auch nicht allzu dringend. Es ging um Mods. Beziehungsweise, ich glaube, ich kriege den noch irgendwo zusammen. Auf jeden Fall. Ein anderer Kommentar. Der Nobby hat mir nahegelegt, auf jeden Fall Axi zu skillen. Also, dass Axi ein bisschen stärker wird. Krass, wir können ein zweites Mutagen reinmachen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Das hat doch auch was. Wenn ich jetzt Vitalität reinknall, kombiniert sich das nicht mit Dingens? Ne, ich dachte, das kombiniert sich vielleicht mit der Fähigkeit. Ne, das ist grün. Ach so, das ist grün. Hab die Scheiß mal wieder raus. Ja, passt ja gut von der Hintergrundfarbe da. Weißt du, da ist das orange. Und dann tust du rein, ist das grün, ey. Was ist das hier für eine Farbe? Oh, das war ja falsche. Aber egal, da kannst du ruhig da drin lassen. Ja gut, also so hätten wir wenigstens nochmal 10% mehr von dem einen. Lassen wir erstmal so. Auf jeden Fall, der Nombi sagte, es lohnt sich Axi zu skillen und er hat vollkommen recht, denn in den Gesprächen lohnt es sich vermutlich, die Dinger zu aktivieren zu können, also dass man die eben damit überzeugen kann. Jetzt ist die Frage, welcher Skill ist das? Hier, der ist das. Täuschung, ja, ja, okay. Pass auf, dann, also ich würde den ja gerne reinmachen. Aber ich habe keinen Platz. Und wenn ich den nicht rein, wenn ich den skille und nicht reinmache, ich skill den so schon mal, damit ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall schon mal. So. Ja, nur ich kann ihn halt gerade nicht reinmachen. Aber kann man nicht. Boah, Leute, ich habe ja IQ von 5000, ey. Wenn du einfach hingehst und wenn du so ein Gespräch hast, gehst du einfach kurz aus dem Gespräch, machst irgendeinen Skill raus, machst den Axi-Skill rein, redest wieder mit dem Typen und kannst ihn dann überzeugen. Das sollte doch funktionieren, ne? Sollten wir mal auf jeden Fall testen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal den Skill mitgenommen. Dann war der längere Kommentar. Scheiße, ich habe leider wieder den Namen vergessen. Oh, da ging auf jeden Fall um Mods, weil ich ja in der letzten Folge angesprochen habe, die Mod zu installieren, wo die Händler mehr Kohle haben, damit wir nicht immer um die halbe Welt hier reisen müssen, nur um unser scheiß Inventar leer zu kriegen. Die ist jetzt auch drauf. Die sollte aktiv sein. Hätte ich mal gerade mal beim Händler testen können, aber hey. Nee. Mache ich nicht so weit. Verlass mich drauf, dass dann einfach funktioniert. Nee, aber auf jeden Fall ging es dann in diesem Kommentar von dieser Person noch um weitere Mods. Erstmal der Mod, der die Level skaliert. Ist nicht böse gemeint, aber auf gar keinen Fall. Weil ich denke, die Vorgaben von der Welt, die Levelvorgaben von den Viechern in der Welt von Witcher 3 haben mit Sicherheit vielleicht auch einen tieferen Sinn oder so. Oder sorgen eben für Abwechslung. Ich glaube, die Mod macht eben, dass die Viecher vom Level her angepasst werden. Und das finde ich eigentlich blöd. Ich will schon haben, dass man zu schwach ist für einige Viecher, damit man eben auch merkt, okay, hier sollst du nicht hin. Oder damit man eben auch, ich sag mal, so ein Reminder hat, ey, du musst noch ein bisschen stärker werden oder so, weißt du, also so. Das auf gar keinen Fall. Dann gab es noch was, genau, für unendlich Tragekapazität. Ganz ehrlich, ist eine Mod, die ich, wo ich auch überlegt habe. Weil, das macht dir ja das Spiel nicht leichter. Das spart dir einfach nur Zeit. Und da wir uns hier in einem Let's Play befinden und ich an der grünen Markierung
vorbeigerannt bin. Sollte man nicht über Zeitsparen reden. Nee, aber es spart dir halt einfach Zeit, wenn du dich mit solchen Sachen nicht lange befassen musst. Weil solche Sachen wie zum Beispiel Items verkaufen etc. War ich da jetzt gerade oder nicht? Nee, da, mein Alter, ich bin um Meilen schon weit. Egal. Solche Sachen wie beispielsweise Sachen verkaufen, sparen dir halt, oder hier oben ist ein Ort, der macht, das wird das sein, sparen dir halt einfach nur ein bisschen Zeit. Ja, wenn ich jetzt nicht im Let's Play wäre, würde ich sagen, ja komm, die paar Minütchen da mehr ist okay, aber im Let's Play geht es halt um jede Minute, Leute. Und deshalb habe ich auch überlegt, tatsächlich die Tragekapazitäten zu unendlich zu machen. Aber ich werde das jetzt erstmal zumindest bei der Mod belassen, das muss ein Ort der Macht, dass wir eben nur die Händler gemoddet haben, dass die eben genug Coins haben und wir nicht ständig rumreisen müssen, weil das ist tatsächlich ein Zeitaufwand, wo ich sage, ey, das muss nicht sein. Ja, das ist einfach vom Spiel her so blöd, weil ihr müsst ja immer überlegen, Leute, wie gerade gesagt, das kostet euch nur Zeit. Das ist ja nicht schwerer. Ihr könnt ja nicht rein vom Spielfortschritt oder von eurer Charakterstärke könnt ihr ja nicht sowieso noch zu einem anderen Händler hingehen, sondern ihr könnt's ja. Ihr müsst halt nur hinlaufen oder hinschnell reisen und das kostet nur Zeit, ausschließlich Zeit. Und deswegen sehe ich solche Mods als nicht irgendwie vermoddet an oder gecheatet. Und wo ist überhaupt Plötze? Wieso läuft ich zu Fuß? Ich glaube, da war noch was. Ich glaube, er hatte noch eine Mod erwähnt. Aber wie gesagt, ich will das Spiel eigentlich inhaltstechnisch nicht so krass verändern. Und ich ziehe jetzt endlich mal eine Pfeife. Sonst ist sie gleich wieder aus. Oh, warte mal. Was kommt davon, wenn man zu viel labert, ey? Dann brennt hier ein bisschen der Tabak weg. So, hier waren wir auch schon mal, genau. Da kommt mir das ein bisschen bekannt vor, ey. So, warte mal, wir haben ja jetzt noch einen Skillpunkt. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, den jetzt auch noch in Axie zu hauen, weil sonst würde ich erstmal das hier weiter skillen. Weil einfach die kritische Trefferchance und 60% mehr kritischen Trefferschaden ist ja voll geil. Adrenalinpunkt gewinnen, dann auch noch, komm, wer weiß, was wir skillen hat eben. Dann haben wir die Skillpoints wieder weg. Wo ist sie denn? Meine Freundin Dolores. Die Leichen im Keller hatte. Was für ein Guss. Ah, bist Fußballer, oder? Ah, warte mal, hier ist ein Händler. Guck mal, ich gehe doch mal eben checken. Guck, wie viel Kohle jetzt der Händler hat. Hallo. Bist du rich? Was? Hast du was Interessantes? Auf jeden Fall nicht schlau. Ja, okay, guck mal, 5000. Ja, okay, das gefällt mir. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut, Leute. Dann sparen wir uns in Zukunft die Reisen. Die Mod ist übrigens von Nexus Mods. Also, wenn ihr Interesse daran habt, die heißt irgendwas mit Trader. More Money for Traders oder so. Dolores, ich habe ein Wörtchen mit dir zu wechseln. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Und ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe die Leiche deines Bruders gefunden. Er war eingemauert. Und das hier. Ah, okay, die wusste nichts davon. Roderick, mein Mann, hat ihn also getötet. Gütiger Gott. Ja. Tut mir leid. Die Wahrheit kann schmerzhaft sein. Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Nein, vielleicht hat sie jemand gestohlen.
Mag sein. Na toll. Es sind zu viele Jahre vergangen. Aber geh zurück zum Haus und such danach. Ich kann dir nichts anderes bieten. Das werde ich. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Möge deine Mutter dich leiten, Alter. Muss ich jetzt nochmal dahin? Oder habe ich die abgeschlossen? Ich habe halt die Truhe tatsächlich nicht gefunden. Quest aktualisiert. Komm, bitte Quest abgeschlossen. Gott sei Dank. Dann ist sie wenigstens raus. Man kann sich das ja im Hinterkopf behalten, dass wenn man mal da in der Nähe ist, da nochmal hingeht. So, pass auf. Quest. Jetzt haben wir erstmal Nebenquests. Liegende Fäuste. Besiege Fischfresser. Ist das zufällig hier, wo ich bin? Weil da kloppen die sich ja auch. Wenn ich das jetzt markiere. Ich muss zuerst den Schmied besiegen. Man muss dabei wissen, dass die Kämpfe in Velen für ihre Schmutzigkeit und Hemmungslosigkeit bekannt waren. Für jemanden, der täglich auf schmutzige Hemmungslosigkeit Nutzer tötet, war das freilich kein Problem. Oder wäre das freilich kein Problem? Muss ich denn hier? Du bist der Buchmacher. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Ja, ich habe wenig Zeit. Wäre gut, wenn ich sofort dran bin. Ja, komm. Auch mal 35 Coins raus. Ich hoffe, die sind nicht zu ihr stark. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Ah, das ist Fischfresser. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Einfach Hammer. Okay. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ich lass mich nicht auf gar keinen Fall besiegen. Aber ich kann dir gerne den Sack Mehl geben. Das juckt mich nicht. Aber weißt du was? Boah. Boah, das Ding, ich habe jetzt wieder einen kleinen Gewissenkonflikt, weil wenn er nicht besiegt werden will, dann soll er bei so einer Scheiße nicht antreten. Ist also sein Problem. Der könnte die Zeit viel lieber damit verbringen, vielleicht Korn anzubauen und dann hätte er Mehl auch so, also wenn er sich eben noch eine Mühle kauft. Aber, ja, komm, wir sind ein gutherziger Witcher. Ja, komm. Oh, ich werde belohnt in meinem zweiten Leben dafür. Oh ne, Mann, ich bin fairer Sportsmann, ne? Tut mir leid, du hättest nicht antreten sollen, du Penner. Die hab mich gerade umentschieden. Ich bin doch kein guter Witcher. Oh, der kann ja sogar was, der ist gar nicht so schwach. Du wirst es nie lernen. Richtig UFC, komm, nochmal Knie, gib ihm Knie oder so. Ist er jetzt tot? Gott sei Dank. Wir haben es alle gesehen. Geralt hat dem Fischfresser das Fell gegerbt. Du hast mich reingelegt. Es stimmt, was man sagt. Ja. Hexer haben keine menschlichen Herzen. Und Menschen sind Lappen. Nicht schlecht. Zeit, dass du gegen Jonas antrittst. Und dann gibt es noch den Schmied in der Taverne am Scheideweg. Geh dorthin, mein Freund. Also ich würde ihm ja jetzt echt gerne, kann ich noch mit dem reden. Nein, nicht Plötze. Was will Plötze auf einmal in der Arena hier? Das ist ein Tier. Ey, Fischfresser, komm mal her. Fischfresser. Was willst du? Hier, genau. Ich musste gewinnen, aber deine Familie soll nicht hungern. Hier, nimm die Börse. Das... Oh, danke, Meister. Gut, ich hoffe, du erzählst keinen Scheiß über Witcher. Besiege Schmied, das wird wahrscheinlich irgendwo anders sein, ne? Können wir aber von mir aus auch mal kurz machen. Da können wir hin, wir können direkt dahin. Also wir porten uns jetzt einfach dahin, das geht ja schnell dann. Hier war das, ne? Ja. Sieht nach Regen aus.
Die Wettermacher haben uns Regen gebracht. Sieht nach Regen aus. Buchmacher. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Ist das ein Kampf oder sein Fetisch? Na, 25. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Ich bin ein Witcher, sieht man das nicht? Ja, also da muss man halt mit starken Angriffen agieren. Und dann hat er eigentlich nicht mehr viel zu melden, tatsächlich. Außer wenn Geralt daneben haut. Zack. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Du musst noch gegen den Schmied antreten. Schieb das nicht auf. Nee, hab ich nicht vor, du. Aber ich geh mal erstmal Rüstung und Waffe pimpen. So, da war ja auch direkt ein Schnellreisedingen, ne? Da. Es gibt halt zum Beispiel auch eine Mod, wo man halt alle Wegweiser und so sofort freigeschaltet hat und von überall reisen kann, also dass man nicht erst zum Wegweiser muss. Aber auch das würde, glaube ich, den Spielinhalt zu sehr verändern. Wo ist der Buchmacher hier? Auf den Sieger wartet ein Preis. Was gibt's, Grauer? Muss ich mit dem Schmied reden? In Krähenfels solltest der du einen großen Bogen. Ist der stärkste im Dorf. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Bitte. Was sagst du? Kann losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Hinten findet auch noch ein Kampf statt. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, den die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Gut. Oh, da habe ich eine gefangen. Boah, der... Der ist wirklich mal stark, aber nicht stark genug. Komm, triff ihn nur. Ich glaube, einen Hit noch. Dann ist er down. Ja, seine Ausdauer geht zur Neige. Zack. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Wenn du den amtierenden Meister suchst, dann geh nach Krähenfels und frag nach dem Feldwebel. Alles klar. Ach so, genau. Und der Nobby hatte noch was kommentiert. Da ging es nochmal um die Fackel. Oh, falscher Weg. Da ging es nochmal um die Fackel, beziehungsweise so eben in der Dunkelheit zu sehen. Ich passe nicht durch. Ich hab nichts getan. Geh doch mal weg da, genau, und der Nobby hatte einen sehr wertvollen Tipp mit dem Trank. Es gibt doch diesen Katzentrank, damit kann man auch in der Dunkelheit sehen. Und den werden wir dann benutzen. So, warte mal, wo ist der letzte hier? Ja, den machen wir auch, guck mal, da können wir auch hin. Schon wieder ein Stufenaufstieg? Ich habe noch einen Punkt. Woher habe ich den? Gerade von dem Ort der Macht. Kann sein, ne?
verfluchte Drecksregen. Warte mal. Lass mal eben mit dem hier reden. Weil wir haben doch die Greifenrüstung, also das die Hexerausrüstung, das Greifenset. Haben wir schon ein paar Teile. Nicht alle, aber... Ich brauche eine Rüstung. Lass uns die mal kurz angucken. Greifenhandschuhe, Zutaten fehlen, das ist nicht gut. Könnte ich aber auch noch nicht tragen. Kannst du erst bis Stufe 11. Ist der, ist Brust dann auch für 11? Ja, okay. Nach Wirken von Zeichen im Standardmodus und der Ausdauerverbot wird bei deinem beim nächsten Zeichen, das innerhalb von 3 Sekunden im Standardmodus bewegt wird, keine Ausdauerverbot. Die Größe der Erdenfalle ist um 40% erhöht. Wenn du dich in einer Erdenfalle befindest, ist die Ausdauergeneration um 5 pro Sekunde erhöht, sowie die Zeichenintensität um 100% und der Schaden ist um 20% verringert. Der Schaden der Zeichen oder was ist verringert oder der eingehende Schaden? Ich schätze ja wohl mal der eingehende Schaden. Aber können wir eh noch nicht tragen. Also brauchen wir uns damit auch noch nicht befassen. Leb wohl. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Ich trinke eigentlich nicht. Woher kommst du? Wo ist denn der Buchmacher hier? Da. Bin bereit. Ha! Wen haben wir denn da? Scheiß drauf, was der Baron denkt, komm. Fangen wir an. Na schön, komm zu Papi. Bist du jetzt mein Gegner oder der Kerl mit dem Helm? Boah, oh, du warst aber Bloody Karotti, mein Freund, ey. Also der ist tatsächlich eine Stufe, aber der hat sehr wenig Ausdauer. Von der Stufe her ist er ein bisschen höher, aber guck mal, den können wir einfach festnageln und dann wartet. Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Welen ist. Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Ja, okay, da kommen wir später hin. Dann, warte mal eben auf die Meldung, Quest abgeschlossen. Achso, okay, war nur aktualisieren. So, dann gucken wir weiter. Was haben wir noch hier? Das ist auf jeden Fall auch eine Quest, die wir noch machen können. Besuche Triss in ihrem Haus. Wird sehr interessant. Repariere alle beschädigten Schreine. Wo ist denn der letzte? Sag mal. Da unten. Ach, da war ich doch schon mal. Na, okay, da ist mir ein bisschen zu weit. Was haben wir noch? Wird die eigentlich Keira ausgesprochen oder Keira? Wo ist das? Da war ich ja eigentlich schon mal, genau, das kann ja eigentlich nicht so weit sein. Ich würde sagen, da gehen wir als nächstes hin, dann gehen wir wieder zu der attraktiven, durchaus attraktiven, versuchen Sie alle zu gewinnen. Hera. Und pimp nochmal eben meine Waffen frisch auf. Und speichern. Dieser verfluchte Drecksregen. Beschwert euch dann nicht, ey. Ich wäre froh, wenn er hier mal regnen und abkühlen würde, aber im Moment ist wieder Hitzewelle angesagt. So, gehen wir hier hin. Hier sind Gegners. Was haben hier Gegners verloren? Verdammt, bist du hässlich. Allerdings, aber jetzt komme ich wieder nicht hier rüber. Ah, ich kann den Zaun kaputt machen. Okay, du warst ja nicht allzu mächtig. Ich geh mal querfeld ein hier. Werden wir überleben.
So, Kira, was hast du denn? Die war auch sehr reddish auf uns. Was ist das für eine grüne Scheiße? Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Hallo. Verfluchte Viecher. Oh, wie geht was ab? Kira, was machst du? Kira, also. Geralt, hast du mich aber erschreckt. Ich glaube, dein Nippel guckt ein bisschen raus. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du hattest gefragt. Oh, warte mal, wie gucken wir eben bei dir ins Inventar? Wetten, dass die alte Hexe... Das hat sie. Ja, sehr gerne. Was hat die denn so im Angebot? Die hat schon mal... Oh, die hat schon mal stärkere Runensteine. Die sind auch richtig teuer, Alter, ey. Aber, guck mal, hier ist nämlich Handwerksschema. Kleiner Runenstein. Hier kannst du die ganzen Runensteine von der kriegen. Axiglyphe. Guck mal, da kannst du ja lieber die holen und die selber bauen. Dann kommst du auf jeden Fall vom Geld her zumindest billiger weg. So was hier. Okay, okay. Also die ist auf jeden Fall auch sehr interessant für Ressourcen. Aber erstmal gehen wir auf die Quest ein. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Nee. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Fezzerat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Aber nur, weil du so einen aufreizenden Ausschnitt hast. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Oh. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Wüsste nicht wofür, aber dankeschön. Macht sich bestimmt gut auf meinem Nachttisch. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Okay. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Ein Handy quasi. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Okay, okay. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Bitte? Danke. Bedanke dich später, wenn ich fertig bin. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar in der richtigen Stelle platzierst und deinem schnellen Zugriff auswählst. Okay, verstehe. I see. So, wir gucken mal. Also, das haben wir abgeschlossen. Wie heißt denn die neue Quest? Ein Turm voller Ratten. Können wir das schon machen? Wo ist das denn? Gucken wir mal eben. Oh, das ist ziemlich weit südlich. Obwohl, da könnte man eigentlich von hier hinreisen, ne? Also, why not, würde ich mal sagen. Dann gehen wir erstmal hier hin. Und dann geht das
Auf den Seeweg. Plötzlich komm mal ran, du wirst gebraucht. So, auf nach, keine Ahnung wie das hieß, Erzdorf. Oh, es nieselt. So, dann hier ist ein Boot. Huch, ich hab was geklaut aus Versehen, ich wollte nur sprinten. Ich bin falsch gelaufen, verdammt. Weißt du was? Wir genießen mal das schöne Ambiente im Hellen. Ah, schön im Morgengrauen, ne? So. Wie geht das nochmal? Ah, genau. Hui. Also, ich fand die Questbeschreibung von der. Hey, halt! Hörst du mich? Boah, hab ich mir schon. Wo bist du? Bin fast da. Ich dachte, da kommt ein Wal oder so, ey. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. So, schönen guten Tag. Oh. Bist du schon auf der Insel? Funktioniert der Xenogloss? Hörst du mich? Ich höre dich. Was? Ich höre nichts. Na toll. Schon kaputt. Mist. Verdammt kurzlebig, dieser magische. Was hast du gesagt? Erstmal. Apple Genius Bar. Oh, die platzen. Der ist tot. Da hinten kommt noch ein Ertrunkener. Komm her, mein Gott, zier dich nicht. Looten, da hinten sind noch mehr Gegners. Hast du schon gedacht, ne? Schon gedacht, du hittest mich, ey. Hä? Hier war doch mal einer. Komm her. Loot? Hallo? Okay, der hat kein Loot. Geh zum Turm. Verwende die magische Lampe. Also, warte mal, die müssten wir jetzt zuweisen. Huch, falsche Taste. Questgegenstände, wo haben wir sie? Zum Xenogloss. Ach, das ist schon. Ist schon angelegt. Huch. Also die soll ich bei Knochen einsetzen, hatte die gesagt. Wo sind denn Knochen? Das hier sieht ja sehr, sehr merkwürdig aus, ne? Aber Knochen sehe ich hier keine. Sollen wir mal jetzt da? Ich schätze mal, die Quest wird uns eh da lang leiden. Also, weiß ich nicht. Aber wenn nicht, dann gehen wir da trotzdem rein hinterher. Schönen guten Tag, cool. Ist noch einer? Ach, dieser Gestank.
Komm her. Uiuiui. Weißt du, warum er jetzt gesprungen ist? Ja, komm, wir nehmen die mit, scheiß drauf. Nice, gehört. Okay, war mein Fehler. Boah, mach Boom, mach Boom. Schade. Die blöden Bienen da, ey. Schon wieder falsch. Ach komm, Junge. Hier dich nicht so, zeig. Da sind noch mehr. Wie schmeckt dir das Silber? Ich hab endlich geschafft, Quinn auszurüsten. Das bist du hässlich. Zack. Loot, 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 loot. Achso, ich glaube, ich bin im Questbereich für die Dingens. Für die Lampe. Da ist nämlich ein ziemlich großer Bereich. Da sind Knochen, oder? Freue ich mich. Ja, guck mal, da. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Da ist auch eben was, ja. Hallo? Sie sind hinter uns her. Sie werden da nicht einlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Da, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Die Luft ist rein, Jungs! Los jetzt! Okay, bis jetzt nur relativ zusammenhangslos. Aber da wird sich klären. Oh, was ist das? Hier so ein Waschwald, ne? Leute. Und die wirft wieder mit Scheiße. Boah, der war krass, Hate. Habe ich predicted, Junge. Guten Tag. Hier sind auf jeden Fall die Ratten. Jetzt mal die haben was mit der Quest zu tun. Guck mal, hier ist noch so eine Vision. Wo ist dieser Adelsfritze? Da hinten klopft einer. Irgendwie. Wo ist dieser Adelsfritze? Okay. Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. Okay. Gehen wir mal dem Klopfen auf die Spur. Hat das geklopft? Abgeschlossen. Also wir müssen auf jeden Fall auch nach oben. Gehen erstmal runter. Aha, da ist auch so ein Ding. Huch! Mit dem Kronleuchter hätte nicht sein müssen, ey. Hier ist eine Truhe. Die Reichen. Ich werde sie nie verstehen. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen?
Mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Kratze. Und der Gestank. Gibt halt jedes Mal 50 Erfahrungspunkte. Ihr wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen. Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will gar nicht wissen. Oh, jetzt hört sie mich auf einmal doch. Da ist auch noch eine Truhe. Guck mal. Baumwolle. Stellt jemand eine Truhe hin, was tut da rein? Baumwolle. Hier ein Brief. Oh, guck mal hier. Reines Silber. Boah, das ist, glaube ich, wichtig, ey. Silberschwerter. Hier ist noch was am Boden. Oh Gott. Nein. Nein. Mein PC hängt. Gut. Spielstütz ab. Ja. Einfach so. Scheiße. Hier, die gute Nachricht ist, wir sind im Turm. Die schlechte ist, ich muss mir Gelaber nochmal anhören. Verdammte Axt, ey. Das tut mir jetzt leid, Leute. Blut. Die Reichen, ich werde sie nie verstehen, halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Komm, führt euren Dialog zu Ende, Mann. Halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Ich habe jetzt extra mal die Zeit gestoppt. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwimmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Hab ich schon mal irgendwo gehört. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Kratze. Und der Gestank. Wollte halt nur die 50 Erfahrungspunkte wieder haben. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen. Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will's gar nicht wissen. So, jetzt nochmal eben den Loot mitnehmen. Hier die Truhe mit Baumwolle. Dann hier nochmal alles. Nice. Huch, so, jetzt mache ich Zeit weiter. Zack. Speichern. Ich steck mal die Lampe bitte weg, ey. Achso, warte mal, wir haben die Truhe noch nicht geholt. Mit der wertvollen Wasserflasche. So, jetzt würde ich sagen, müssen wir nach oben. Oder was steht denn da hinten? Oh, guck mal, oh, warte mal, hier ist auch noch Loot. Hallo? Da. Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Das hätte mich auch überrascht. So, dann gehen wir mal nach oben. Da ist noch eine Vision. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Wieso hat die jetzt eine Hitbox? Oh, sie sind durch die Tür in den Turm. Oh, bei Annabelle muss ich direkt an den Film denken. Wie hieß doch Annabelle, oder? Aus dem Horrorfilm? Ja, ne. Was haben wir hier noch? Eine Tür. Ist hier nix. Hier ausmachen. Ne, lass mal ruhig. Lass mal ruhig das Licht an. Wir gehen hoch. Hier haben wir einiges. Ah, hier ist wieder Dingens. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Ah! Ah!
Okay, er stand vor der Truhe und wurde von da getötet. Kann ja nur mit einem Pfeil oder so sein. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier nicht. Geht aber noch höher. Na gut, ist ein Tor, ne? Oh, Ritterhandschuhe. Was können die? Die sahen auf jeden Fall richtig scheiße aus. Sind nämlich so Fäustlinge. Gott sei Dank sind die schlechter, ey. Wir machen mal eben Stopp, aber ich gehe jetzt nochmal eben, obwohl wir haben schon ein bisschen Überlänge. Ja, komm, ich gehe nochmal eben nach oben, Leute, und das nehmen wir auch noch mit hier. Ich weiß nicht, ob ich die Lampe wegtun soll, damit ich schneller laufen kann. Oh, das ist ein bisschen unheimlich, das muss nicht sein. Ja. Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Was haben wir hier? Einen Aufstieg. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss, weil sonst wird die Folge einfach zu lang. Ich habe jetzt einen Hebel umgelegt. Nichts ist passiert. Soll nach einem Aufstieg suchen. Ah, guck mal hier. Ja, pass auf, Leute. Machen wir alles in der nächsten Folge. Die werde ich jetzt auch noch aufnehmen. Danke, dass ihr da wart und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, Leute, zur nächsten Folge. Haut rein und bleibt gesund.